Er geht zum Falschen. Er geht zum Falschen, Leute. Leute, schaut euch das an. Wo ist der Chris? Wo ist der Chris? Ist das hier ein schlechtes Ohm? Das ist der deutsche Buddha. Der sieht doch ein bisschen grimmig aus. Das sag ich ja. Das heißt, eine Opfer, wir müssen eine Opfergabe machen. Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu der nächsten OSA-Folge. Ja, Jimmy, heute bin ich dran, oder? Nee, heute noch nicht. Morgen musst du dran. Morgen bin ich dran, okay. Genau. Wir gut. Sind heute nochmal bei Chris, quatschen nochmal ein bisschen über die neuen Mission, die wir geplant haben. Und ja ich habe eine schöne für dich vorbereitet. Ich bin gespannt. Bist du morgen dran und den Brief kriegst du auch morgen. Okay. Und wo geht's denn hin? Sag ich dir nicht. Oh, noch nicht, okay. Ich hol dich ab und dann fahren wir dahin. Dann machen wir das so. Du hast ja gut vorgelegt mit deinen großen Rotor, mit den großen Plötzen. Ja, es waren auf jeden Fall sehr schöne Fische. PBs für mich. Richtig. Ja, das werde ich morgen natürlich versuchen, auch irgendwie hinzubekommen. Egal was kommt, ob nun Raubfisch oder Friedfisch, PBs wären fein. Na, da bin ich mal gespannt. Wird lustig. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt fertig alles hier. Genau. Und dann geht's los. Morgen früh um? Wann? 4? Nee, um 7. Okay. Alles klar, Jimmy. Jo. Dann bis morgen. Bis morgen, Leute. Ja, Leute, jetzt sind wir auf dem Weg zur Kaufhalle. Denn Jimmy besorgt mir ja quasi meine Köder für heute. Ja, Jimmy, ich hoffe, du machst es mir nicht zu schwer. Na, schauen wir mal. Ja, so, was ist denn hier los? 4 Grad Außentemperatur. Ja, mein Auto zeigt mir sowas an. Oh, die Straßen sind dreckig. Ja, das ist hier so, Jimmy. Sorry fürs vielleicht verwackelte Bild. Vielleicht. So, jetzt sind wir gleich da. Jimmy, da ist die Kaufhalle. Da müssen wir hin. Ja. So, ich blinke schon mal. Die ganzen Leute, die werden sich auch denken, ne, was machen die denn hier mit der Kamera im Auto? Die Prominenz kommt. So, mal einen Parkplatz suchen. Gott, belebt hier, Mensch. Ja. Ist gar nicht so eine Weltstadt. Samstagvormittag. So. Parkplatz finden. Machen wir mal hier hinten. Stört uns keiner. So, Jimmy. Dein Einsatz. Du bist dran. Ja, Leute. Portemonnaie habe ich. Ich gehe jetzt rein, die Köder besorgen. Und Chris, du kannst gespannt sein. Also ich bin echt gespannt. Na los, auf geht's. Ja, Leute, da bin ich ja echt mal gespannt, was der Jimmy gleich hier mitbringt für Köder. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Aber wie ich ihn kenne, bestimmt nichts Gutes. Also ich hoffe ja, dass es so Erbsen sind oder Bohnen oder so. Aber wenn er ganz gemein ist, dann bringt er irgendein Zeug mit, was ich wirklich kaum verwenden kann oder wohl gar keine Fische beißen. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Aber für diese Gemeinheit werde ich jetzt den Jimmy mal verarschen. Ich werde mal das Auto umparken. Ha! Da findet er mich nicht. Mal gucken, seine Reaktion. Wir stellen uns auch mal genauso hin, dass wir alles richtig gut mitbekommen. So Leute, jetzt habe ich umgeparkt. Jetzt warten wir einfach mal ab, dass Jimmy da rauskommt und ob er das Auto findet. Ich bin ja richtig gespannt. Leute, da kommt er komplett angstlos. Er sucht das Auto. Na, 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 Jimmy? Er geht zum Falschen. Er geht zum Falschen, Leute. Leute, schaut euch das an. Wo ist der Chris? Wo ist der Chris? Ah, ich werde mal gar nicht so lange auf die Folter spannen. Jetzt hat er gesehen. So. Marsch. Aber hast du das Auto gesucht? Das ist ja schlimm, ey. Herrlich, Jimmy. Da stand er doch vorhin. Was hast du denn Schönes mitgebracht? Ja, guck mal. Was ist denn das? Ja, wonach sieht's aus? Erbsen, Kichererbsen und Linsen. Genau. Weißt du eigentlich, dass ich mir Erbsen und Kichererbsen, nee, Quatsch, Bohnen. Bohnen hatte ich mir noch gewünscht. Ja, die aber Bohnen waren zu groß, dachte ich mir. Okay. Deswegen die drei Sachen, das wird's heute. Alles klar. Damit musst du dich beweisen. Zur Not erstmal selber. Ne? Alles klar. Und ich habe hier was für dich. Den Umschlag mit deiner Mission. Für Chris. So, hast du den mit Spucke zugeklebt?
Ja, ganz viel frischer Sabber. Das merkt man. Das ist Morgenspucke. Ist schön klebrig. So, meine Mission. Oh, kann ich das lesen? Leute, schreibt es mal in die Kommentare, ob ich das lesen kann. Ja, es war noch früher morgen. Gut, dann wollen wir mal. Lieber Chris, letzte Woche musste ich auf Friedfisch mit Lehmködern angeln. Ja, das ist richtig, Jimmy. Deshalb wirst du heute ebenfalls auf die friedlichen Gesellen angeln. Deine Mission, fange mit jedem Köder, die du von mir bekommen hast, 3 Fischarten. Also quasi mit den Erbsen, Kichererbsen und Linsen. Und als Handicap habe ich noch, gefischt wird mit einer Rute, okay, ich darf bloß mit einer Rute fischen, die dauerhaft in deiner Hand gehalten werden muss. Alles klar. Das kann ablegen, ist wie Spinnangeln auf Friedfisch fast. Das kann hart werden. Und vor allen Dingen 3 Fischarten mit jedem Köder, also 3 verschiedene Fischarten. Boah, also ich muss mindestens 9 Fische fangen heute. Naja, bin ich gespannt. Soll ja auch nicht so leicht sein. Soll nicht so leicht sein, richtig. Gut, ich stelle mich der Herausforderung. Also ich habe eine Fiederrute mit und eine Grundrute eingepackt. Ja, und ich denke mal, da wo wir jetzt hier sind, werde ich mit der Fiederrute fischen. Macht sich eben am besten, Schwingspitze vorne, ne? Da sieht man die Bisse natürlich auch deutlich besser. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Wasser, wa, Jimmy? Genau. Ja, auf geht's. Ja, Leute, der Chris ist jetzt am Auspacken. Und schaut mal da, er hat sogar eine Kiste Sekt mit. Ja. Was wird's denn damit? Das ist der Siegersekt. Ach so. Ja. Ich dachte, es mischte und das Futter oder so. Ja, also wenn ich heute gewinne, können wir erstmal schön ehen trinken hier. Aber halbtrocken? Ja. Magst du nicht? Wenn, dann lieblich. Okay. Wenn überhaupt. So, meine Routen. Also wie gesagt, eine Grundroute habe ich ja mit. Aber ich werde die Fiederroute verwenden. Also lässt du die andere gleich im Auto? Ja, würde ich sagen, die lasse ich gleich im Auto. Also die werde ich verwenden. Ich muss mir auch ein bisschen ducken, Jimmy, wa? Hier so, so. Ah, ein bisschen. Ja, ja. Das ist mal ein bisschen verdrehte Welt. Sieht schon ganz schön verschleimt aus, du. Ja, ist er wirklich. Also du siehst doch, damit habe ich schon gefangen. Ja, ne? Sogar noch ein bisschen Wurm direkt dran hier. Richtig. Also Leute, ihr seht, wir gehen nicht so oft auf Friedfisch an. Zumindest putzen wir unser Zeug nicht so oft, die Raubfischrouten. So, Futter. Ich habe auch noch 2 Stühle mit. Das ist super. Und einen Kescher. Den Stinkekescher. Ja. Neuer. Juti, dann werden wir mal zum Spot und dann sehen wir uns gleich wieder. So ist es. Bist du schon gespannt? Ich bin sehr gespannt. Also den Spot, den kennen wir ja beide hier. Ja, richtig. Aber wir waren ja meistens nur Raubfischangeln bis jetzt hier. Ja, das stimmt. Die Möwen sind hier auf jeden Fall zahlreich. Ja, Jimmy, ist das lässt schon deuten. Ist das hier ein schlechtes Omen? Das ist der deutsche Buddha. Der sieht auch ein bisschen grimmig aus. Das sag ich ja. Das heißt, eine Opfer, wir müssen eine Opfergabe machen. Jetzt ein paar Fische hinlegen. Oder so. Ah ja, hoffen den, wir mal nicht. Den kriegen wir schon fröhlich. Vielleicht liegt es auch am Wetter. Hier, Jimmy, ist noch Mais. Na, das zählt aber nicht hier. Kannst du gleich sorgen. Mach ich. Zahnfüllung. Zack. So, einen Futterkorb brauche ich, wa? Was nimmt man denn hier? Ich nehme mal einen 30er. Ein 30er Futterkorb. Ich hätte ja richtig Lust, hier mit Pose zu angeln, da bin ich ganz ehrlich. Das musst du dir überlassen. Das stimmt, hast du nicht ganz unrecht. Ich starte trotzdem. Mit der Fiederangelei. Futterkorb haben wir. Ansonsten ist alles soweit schon präpariert. Anti-Tangle-Boom ist drauf. Kleiner Haken. Ich hoffe, der ist klein genug, weil im Winter sind die Fische ja doch ein bisschen zickiger. Ja, dann werde ich erstmal auspacken. Die ist ja zweiteilig, wa? Ja. Was tun hier da? Dreiteilig. Echt? Wie viel Futter eigentlich ist? Ich wollte unbedingt eine zweiteilige haben. Ich mag es einfach nicht, wenn man extrem viel stecken muss, ganz ehrlich. Umso unkomplizierter, umso besser. Und jetzt habe ich ja die Qual der Wahl, ehrlich gesagt. Fange ich jetzt mit Linsen an oder halt mit Erbsen oder halt mit Kichererbsen. Tja, also wenn ich jetzt mal die Köder mal so betrachte, ich würde jetzt einfach mal mit Erbsen beginnen. Und dann schauen wir mal, ob die Fische hier schon am Platz sind. So, da sind sie. Saftig. Sehen die nicht herrlich aus? Trink doch erstmal einen Schluck ab, Chris. Soll ich mal? Du sollst einen Schluck abtrinken. Ja, ja. Herrlich. Gute Größe, wirklich. Und von der Konsistenz ja auch okay, oder? Ja, definitiv.
Siehst du ja hier, wie ich sie zerdrücken kann. Die ploppen so. Nein, das ist vollkommen okay. Gucken wir mal. Na, sieht doch gut aus. Schauen wir einfach. Teigmurmel. Finde ich auch. Gut, testen wir jetzt mal. Also ich darf ja hier nichts abstellen oder so. Ich muss die an der Hand behalten. Ja. Bin ich da mal gespannt. Oh. Ich glaube, da war die Erbse schon ab. Kannst du gleich wieder rinholen, glaube ich. Einmal umsonst. Ja, Leute. Der Chris ist schon am Angeln. Ich hole jetzt noch die Stühle. Weil ich glaube, im Sitz ist ein bisschen besser. Ja, ich sitze voll bepackt. Gehen wir mal zum Chris zurück und gucken, ob er was gefangen hat. Komm mal gerade richtig. Kommst genau richtig. Da drillt er schon. Ich habe gesehen, du hast mir was mitgebracht. Was denn? Ein Stuhl, oder? Ach so, ja. Ui, was ist das? Hände mal ein bisschen befeuchten. Ja. Brötchenkescher. So groß ist er nicht. Aber Fisch ist Fisch. Und auf was hat er gebissen? Auf Erbse. Cool. Kleines, feines Rotauge. Machen wir mal einen Strich auf der Liste. So ist es. Sehr cool. Freut mich, dass es schon mal geklappt hat. Hat doch gar nicht lange gedauert, ne? Nee, hat doch nicht, nee. Jimmy! Das sieht doch schon besser aus. Es läuft. Ich hoffe, die zweite Fischart. Sagt, ich freue mich über jeden Fisch. So ist es nicht, aber cooler wäre natürlich. Ja, es ist eine zweite Fischart. Richtig geil. Güster. So wie es aussieht. Ja. Perfekt. Erbse. Ja, ich habe jetzt mit Erbse weitergemacht, in der Hoffnung, dass ich jetzt alle drei Fischarten hintereinander fange. Klappt ganz gut. Plötze, Hüster und vielleicht gleich noch der Brassen oder so. So, schon wieder der dritte. Ja, was ist es? Aber ich glaube, es ist wieder eine Güster, glaube ich. Nee, Plötze. Nee, eine Plötze, ja. Da ist sie. Also alle leider nicht so groß wie deine in der letzten Woche. Ja, aber macht Spaß. Ja, macht auf alle Fälle Spaß. Aber wir sind hier ein paar Minuten am Wasser, ne? Muss man dazu sagen. Ja. Und die werden auch noch größer, bin ich mir sicher. Schöne Anstecker. Definitiv. So, Leute, zwei Fische abgearbeitet mit Erbse und jetzt versuchen wir natürlich noch die dritte Fischart zu fangen. So, man darf allerdings nicht so krass weit auswerfen, weil sonst geht die Erbse natürlich wieder ab. Mein Futterkorb fülle ich jetzt nicht die ganze Zeit, denn die Fische sind am Platz. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt jetzt tonnenweise Futter da reinhauen, wenn die Fische da sind, sondern dauert es normalerweise auch gar nicht lange, bis der nächste Fisch beißt. So, Jimmy, hier muss ich keschern. Auch wenn ich diesen Schleim und so nicht gerne im Auto habe. Kommst du ran? Ja. Hallo. So. Alter, Jimmy. Braxen. Ist der erste Köder abgearbeitet. Definitiv. Aber alles schleimig, ne? Und das musst du auf alle Fälle abmachen. Weil dann beißen keine andere Fischarten mehr. Hat man mir mal gesagt. Und so ist es, glaube ich, auch. Meinst du nicht? Köder verwenden. Was ist das hier? Quatsch. Ja, jetzt schiebst du hoch und dann hast du einen kleinen Bein. So. Ja, jetzt haben wir Erbsen abgehakt. Jetzt sehen wir die Linsen. Und die Linsen sind ja, ist ja der kleinste Köder. Aber es heißt ja nicht, dass man mit kleinen Ködern nur kleine Fische fängt, oder Jimmy? Nö. Mehr Flüssigkeit kann hier nicht drin sein, Jimmy. Du musst wieder abtrinken. Das gibt's doch nicht. Komm, ein bisschen anfüttern hier vorne. Ist nicht einfach. Mit den Linsen, also darf man auch nicht mit voller Wucht ausholen. Gucken wir mal, ob es gleich klappt. Da bin ich ja gespannt, Jimmy. Ja, Leute, Monster-Ukelei auf Linse. So ein schöner Anstecker wieder, Jimmy. Ja. Jimmy, jetzt haben wir einen größeren. Ja, sieht ordentlich aus. Das ist geil, ey. Oh, Alter, Alter! Oh, das gibt's doch gar nicht. Da muss ich nochmal ein bisschen Schnur geben wahrscheinlich. Schöner Brassen, Jimmy. Oh, der größte bis heute.
definitiv. Eingenetzt. Petri. Dank. So, schöner Fisch, oder? Mhm. Auf was hat er gebissen? Auf Linse. Linse. Ja, ich arbeite jetzt quasi die Köder mal durchweg. Also Linse hat jetzt ein Ukelei gebissen und halt dieser schöne Brassen. Das heißt, es fehlt noch eine Fischart. Ich hoffe jetzt auf ein Rotauge wieder. Und dann werde ich quasi auf die dritte Köderart wechseln. Wir haben Erbse, Linse und dann fehlt noch Kichererbse. Ich bin ja mal gespannt, wie groß die sind. Ja, ich auch. Die haben wir noch nicht aufgemacht. Ey, Jimmy, es beißt permanent hier, ey. Wirklich Wahnsinn. Ja, hängt. Da, Mann. Hängt. Sehr schön. War nicht groß, oder? Ja. Nee, ist nicht groß. Aber es ist die dritte Fischart. Auf Linse. Der Linsenplatz. Da freue ich mich auch über eine kleine Plötze. Richtig nice, richtig cool. Ukelei, Brassen und Plötze. Geil, sehr freut schön. Mich. Freut mich. Erstmal vom Schleim befreien. Ja, insgesamt sind es jetzt ungefähr so 12, 13 Fische gewesen. Also zwei Köder abgehakt. Jetzt fehlt bloß noch die gute Kichererbse. Tja, und da bist du ja sehr gespannt gewesen, ne, Jimmy? Mhm. Ich aber auch, weil ich glaube, die sind ziemlich groß, die Köder. Guck mal, das ist schon ein Hammer. Ein kleiner Boilie. Ja. Und vor allen Dingen riechen die auch ein bisschen streng. Echt? Ja, ja, aber die sind sehr hart. Also oh ja, jetzt riecht es auch. Riecht man, ne? Richtig Pups. Oh, aber richtig toller. So, das ist jetzt die Herausforderung, ja, Jimmy? Vielleicht sind die auch schlecht. Vielleicht eine abgelaufene Packung genommen. Sei mal ehrlich, du wusstest, dass der Köder so groß ist, ne? Nee. Wusstest du wirklich nicht? Ich habe die noch nicht mal gegessen. Okay. Keine Ahnung. So, dann wollen wir mal gucken. Aber könnte eine gute Brasse draufgehen. Ja, na warum nicht, klar. Wenn der Haken jetzt nicht durchbricht. Sollte halten. Perfekt. Perfekt. Ja. Hier, guck mal, perfekt. Ja, sehr geil. Ist wie ein Boilie. Gut, dann wollen wir mal gucken. Ach, der Stuhl, das hast du richtig gut gemacht, Jimmy, dass du den Stuhl noch geholt hast. Ja, fall bloß nicht rein. Ja. Füße schon auf Kante hier. Ja, so ein bisschen, ne? Wenn du abrutscht und nach vorne willst. Bin auch ein bisschen overdressed angezogen hier. Also nicht wirklich wie ein Angler, aber na gut. Oh ja. Ist manchmal so. So, ich glaube, das kann jetzt wirklich lange dauern. Na, tipp ich. Manchmal ist es komisch. Kichererbse. Keine Erfahrung damit, echt nicht. Keine Ahnung. Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr mal mit Kichererbse schon mal gefischt habt und vor allen Dingen auch gefangen habt. Sind wir auf Kichererbse? Sehr geil. Jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Oh nee, was denn, wie ist denn das passiert? Guck dir das mal an. Angelst einfach drauf. Ey, wie geht denn das? Ohne Scheiß? Kichererbse ist weg. Kichererbse ist weg, ist klar durch einen Anhieb, aber guck mal, in der Schwanzwurzel gehakt. Schon merkwürdig. Das ist ja der Hammer. Wahrscheinlich runtergefressen und dann. Keine Ahnung. Was beim Anhieb jetzt passiert. Hm. Ist das ein Zeichen? Wir sind auf Raubfisch. Ey, das gibt's ja gar nicht. Kannst du mal sehen, ey. Erzählt aber nicht. So fair sind wir. So, dann ködern wir mal eine halbe Kichererbse jetzt an hier. Zack. Weil ich einfach glaube, mit einer halben besser zu fangen als mit der ganzen. So, dann wollen wir mal loslegen hier. Auf geht's. Ah, geil, dass es schon mal mit Erbse geklappt hat und mit Linse. Aber Linse konnte ich mir schon denken. Erbsen hat schon mein Opa früher geangelt. Richtig große Plötzen. Auch in der Oder am Hauptstrom. Also richtig cool. Ja, und hier schauen wir mal, ob die Kichererbse jetzt auch was bringt. Jimmy, der erste auf Kichererbse. Erstaunlich. So eine kleine Fische drauf beißen. Ne? Das ist Wahnsinn, ja? Ich habe ja die Hälfte angeködert. Guck mal, da siehst du noch. Ich hoffe, man kann es sehen. Da drin.
Ja, man sieht irgendwas. Sieht man, ja? Ja. Ich war aber gierig. Ja, wie gesagt, ich habe eine Hälfte angeködert jetzt. Weil die ganze Kichererbse ist mir einfach ist zu groß, finde ich persönlich jetzt. Weil hier beißen ja wirklich permanent jetzt auch die Fische alles in der Größe hier. Und ich glaube einfach, dass eine halbe Kichererbse doch deutlich mehr Erfolg bringt als eine ganze. Aber ganz zum Schluss werden wir es nochmal probieren. Vielleicht beißt da nochmal der große Brassen, man weiß es nicht. Ja, cool. Anfang ist wieder gemacht. Gibt's ja nicht. Vielleicht abgefressen. Nö, hängt. Echt? Gibt's doch gar nicht. Hängt. Die trägen Winterbrassen. Das ist wirklich wahr, ey. Ganz passiv halten hier. Naja, der hat schon seine 70 cm ungefähr. Das ist sehr niedlich. Ach Gott. Ey, auf Kichererbse. Ja, die werden sie wahrscheinlich zerfressen unten und dann. Ja, wahrscheinlich, wa? Ja. Muss ich ja dicht daran halten. Ja, jetzt sieht er groß aus. Jawohl. Ist aber die zweite Fischart, Jimmy. Ja. Eine fehlt noch. Was hast du jetzt? Rotauge und Güster, ist eine Güster jetzt hier. Ja. Noch einen schönen Brassen. So ist es, genau, dann haben wir alles. Geil, Jimmy, ey. Auf Ansage. Auf Ansage, ja. Richtig cool, aber nicht größer als der andere Brassen. Aber guck mal, wenn man sie gefunden hat, ne, richtig geil. Zack. Fantastisch. Freut mich. So, auf eine ganze Kichererbse. Da haben wir ihn. Der letzte Brassen heute, auch der letzte Fisch, würde ich sagen, war Jimmy. Ja. So, Mission erfüllt. 9 Fischarten quasi mit 3 verschiedenen Ködern. Perfekt. Freut mich, dass das so geklappt hat. Ja, also die Friedlichen sind auf alle Fälle schon voll im Gange jetzt hier. Ja, aber trotzdem wieder Zeit, dass wir auf Raubfisch angeln dürfen, oder Jimmy? Definitiv. Ja, Jimmy, schöne Tiere, ne? Ja, definitiv. Schön, und schön dunkel. Und schön schleimig vor allen Dingen. Ja. Ja, also macht Spaß hier. So geht's die ganze Zeit. Brassen, Güstern, Plötzen, Ukeleis, alles dabei. Macht schon Laune. Und das auf die 3 Köder. Richtig cool. Ach, herrlich. Ich bleib hier. Ich wohne hier. Okay. Ja, Leute. Chris hat den letzten Fisch für heute. Danach machen wir Schluss. So sieht's aus. Das musst du da noch rausholen. Halten, jetzt muss man so rein. Letzte genau. Friedliche für heute. Kommen wir ein bisschen dichter ran, wa? Genau. Jimmy. Du bist ein bisschen neidisch, ne? Dass du heute nicht mitangeln konntest, oder? Naja, nee, nicht wirklich. Ja, Chris, Glückwunsch auf jeden Fall. Danke. Was die Mission bestanden. Ja, danke, danke. War nicht einfach mit Kichererbsen, bin ich ganz ehrlich. Ja, muss ich sagen, es war echt schwer. Gerade auch die Linsen, die haben nicht so gut gehalten. Ja. Zumindest nicht alle. Aber hast du souverän gemacht. Danke. Ich bin stolz auf dich. Ja, danke. Ja, ich würde sagen, wir packen jetzt ein, ne? Wir fahren genau. Nach Hause. Ja, ein bisschen was essen. Definitiv. So, die nächste Mission. Bin ich mal gespannt, Jimmy, was du daraus wieder bastelst. Ich habe schon eine richtig geile Idee im Kopf. Was ist es? Das erfährst du erst wieder am Tag, wenn es soweit ist. Allen anderen Leuten würde ich sagen, liked mal dieses Video, ne, kommentiert schön. Ich würde sagen, wir hauen noch mal ein bisschen was raus, oder Jimmy? Ja. Also alle, die kommentieren, ihr könnt was Schönes gewinnen. Also einer von euch natürlich. Wer das ist, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge, wenn der Jimmy wieder dran ist. Ja Leute, uns bleibt bloß noch zu sagen, Petri, ciao und mach's gut. Ciao. Fange mit jedem Köder, die du von mir bekommen hast, 3 Fischarten. Also ihr habt ja gesehen, ich habe ja Erbsen, Kichererbsen waren es gewesen und Jimmy, was war das andere? Wisst ihr selber nicht mehr, wa? Erbsen, Kichererbsen und ich hab's hier unten so stehen. Ach, wisst ihr. Brandet. Okay. Ach, Linsen. Linsen, okay. So. Machen wir nochmal, wa? Ja. Ja, machen wir nochmal, okay.
eine Kraft. So, jetzt. Elektrischen Dosen auch noch. Nein, das fällst du nicht. Das fällst du nicht. Oh, ja, trotzdem, das hat wehgetan. Das hat wehgetan gerade. So, schöne Tiere. Warte, Jimmy. Voilà. Ja, Leute, da bleibt uns bloß noch zu sagen. Nee, das hat mich ein. Okay. Ja, Leute, dann bleibt uns bloß noch zu sagen. Petri, ciao und macht's gut. Macht's gut, ciao. Ist in die Eiche fallen.